Jo, was geht meine Sellevelisten? Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und ihr habt doch sicherlich schon von dem Geist in Blackwater Marsh gehört. Falls ja, zeige ich euch trotzdem, wie ihr den findet und wo ihr den findet. Falls nein, dann seht ihr jetzt, wo ihr den findet und wie ihr den findet. Dann würde ich sagen, fangen wir doch ganz einfach mit dem Video an. Beziehungsweise ich zeige euch jetzt erst einmal, wo genau der Geist spawnt. Und zwar spawnt der Geist hier westlich von, wie anfangs erwähnt, Blackwater Marsh. Der Geist erscheint zwischen 0 Uhr und 2 Uhr bei nebligem Wetter. Also es muss neblig sein. Ihr reitet einfach nur in Blackwater Marsh den Weg entlang. Irgendwann werden euch dann so Stimmen erreichen wie: Komm zurück zu mir, ich liebe dich doch, ich vermisse dich. Dann ist dieser Zeitpunkt, ihr schaut auf die Karte und ihr werdet die Richtung sehen, wo der Geist sich befindet. Jetzt schnappt ihr euch euer Fernglas und ihr werdet den Geist zu sehen bekommen. Der Geist verschwindet automatisch um 2 Uhr, dann ist der Geist weg. Und wenn ihr zu nah an den Geist rangeht, verschwindet dieser Geist ebenfalls. Die Story hinter dem Geist, die weiß ich leider noch nicht, werde mich aber mal ransetzen und mal ein bisschen recherchieren, ob ich die Story über den Geist herausfinde, beziehungsweise warum der Geist oder die Geist, ist ja eine weibliche Person, ich sage jetzt einfach mal die tote Frau, jemanden vermisst oder zurückhaben möchte. Es muss ja irgendwas vorgefallen sein, weswegen der Geist erscheint, ne? Es muss ja was vorgefallen sein, warum der Geist genau hier erscheint und irgendeine Person vermisst, liebt und zurückhaben möchte. Vielleicht wisst ihr auch die Story hinter dem Geist, würde mich brennend interessieren. Falls ja, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video an sich trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.